Schauen wir uns nun also noch einmal die Vorarbeiten an, die wir benötigen, um einen VS Code-basierten Webservice in Java umsetzen zu können. Zunächst einmal benötigen wir eine geeignete IDE mit Unterstützung für die Webservice-Entwicklung. Wir verwenden hier einfach Eclipse mit der Webtools-Plattform. Dafür reicht zum Beispiel die klassische Java IE-Version, die Sie bei Eclipse.org direkt herunterladen können. Sie müssen die dann noch auspacken und können direkt daraus die Eclipse.exe starten. Aber das werden Sie wahrscheinlich schon getan haben, weil Sie, wenn Sie mit Webservices durchstarten möchten in Java, ja sicher schon über Erfahrung in der Java-Entwicklung allgemein verfügen. Im Anschluss brauchen Sie für die Webservices einen Application Server. Wir benutzen hier Apache Tomcat als den gängigsten Open Source Application Server. Auch den können wir einfach herunterladen und auspacken. Das habe ich bei mir im Download-Verzeichnis schon vorgenommen, dieses Auspacken. Und im Anschluss können wir ihn in Eclipse über diese View Servers und den Assistenten New Server einrichten. Dazu müssen wir gegebenenfalls diese View erst einblenden über Window Show View Server. Nun schalte ich also ins Eclipse um. In Eclipse können Sie nun also gegebenenfalls über Window Show View und dann Servers die Service View einblenden lassen. Jetzt habe ich das Glück oder nicht Glück, sondern die View einfach vorher schon benutzt, dass sich diese Service View bei mir hier unten schon befindet. Die kann bei Ihnen je nachdem auch woanders sein. Ich habe dann hier genau diesen Assistenten, New Server. Und wenn ich den öffne, kann ich jetzt hier unter Apache Tomcat V8 Server mir den entsprechenden Server auswählen, einen Tomcat V8 at Localhost, der bei mir lokal auf dem Entwicklungsrechner laufen soll. Und nach Auswahl von Next fragt er mich dann, wo sich denn mein Installationsverzeichnis befindet. Ich habe, wie gesagt, den Tomcat bei mir einfach im Download-Verzeichnis schon mal ausgepackt, sodass ich jetzt dort einfach auf dieses ausgepackte Verzeichnis verweisen kann. Sie sehen es mit diesen Unterverzeichnissen bin, conflip und so weiter. Ich wähle einfach das Oberverzeichnis aus und bestätige mit OK. Sie sehen, er hat es gefunden und bietet mir jetzt an, gegebenenfalls auch schon Dinge hier auf den Tomcat sogenannt zu deployen über diesen Add- und Remove-Dialog. Noch haben wir nichts zu deployen, aber das wird sich bald ändern. Ich wähle also Finish und er erstellt mir jetzt hier links in meinem Project Explorer diesen zusätzlichen Ordner Servers, wo drin genau mein Tomcat mit der entsprechenden Basiskonfiguration zu liegen kommt. Im zweiten Schritt möchte ich nun ein neues Projekt anlegen, in dem wir dann unsere eigentlichen Webservices entwickeln wollen. Und das geschieht über den Assistenten File New Dynamic Web Project in Eclipse. Wechseln wir also wieder in Eclipse und gehen wir dort über File New Dynamic Web Project. Sollten Sie es hier nicht finden, müssten Sie unten unter Other entsprechend unter Web Services Dynamic Web Project auswählen. Wir wählen also jetzt hier diesen Dynamic Web Project Assistenten und Sie sehen, da wir Tomcat als Server bereits eingerichtet haben, hat er es hier auch bereits als Target Runtime, als Zielumgebung ausgewählt. Denn genau dafür soll Tomcat ja dienen, als sogenannter Container für Web-Applikationen. Wir benennen das Ding jetzt hier einfach mal Soap Notes, möchten also eine Notizverwaltung erstellen, eine Soap-basierte und den Rest können wir so belassen, wie der Assistent uns vorschlägt und bestätigen hier mit Finish. Sie sehen, dass er dann unter diesem Soap Notes Ordner gleich eine ganze Reihe von Unterordnern angelegt hat, unter anderem eben auch diese Web Content Meta-Inf und Web Content Web-Inf und darunter einen Lib-Unterordner. Die benötigen wir dann gleich im nächsten Schritt. Der nächste Schritt besteht nämlich aus dem sogenannten Deployment, also der Auslieferung in den Tomcat-Webserver, wobei das später Eclipse letztlich für uns übernehmen wird, dem sogenannten Deployment der Referenzimplementierung für JAX-basierte Webservices. Und diese Referenzimplementierung, die können wir zunächst mal wieder herunterladen.
unter der hier angegebenen URI und entsprechend wieder auspacken. Ich habe auch hier das Auspacken in meinem Download-Ordner schon wieder vorgenommen, sodass ich dort einfach einen ausgepackten Ordner liegen habe. Und genau den werde ich jetzt verwenden, um das Ganze in das Eclipse hineinzuziehen. Und zwar, Sie sehen es hier, ich kopiere die Jars aus dem Ordner lib dieser Referenzimplementierung in den Ordner webinflip meines Projektes, der unter diesem Web-Content liegt. Sieht also einfach so aus. Ich habe hier diesen Web-Content webinflip-Ordner und auf der anderen Seite meinen Download-Ordner. Hier unter Downloads habe ich die JAX-WS-Referenzimplementierung, darunter diesen Unterordner lib. Und hier markiere ich jetzt einfach alle Jars bis unten und ziehe die hier rüber auf diesen lib-Unterordner. Lasse los und wenn er mich fragt, dann bestätige ich, dass ich diese Dateien wirklich kopieren möchte. Dann kopiert er mir die alle dort hinein. Das ist die sichere Variante, weil Sie dann diese Dateien in Ihrem Workspace immer mitnehmen. Tribut ist natürlich, dass Sie dann einen größeren Workspace bekommen. Aber das soll uns jetzt hier gleichgültig sein. Wir haben Sie auf die Art und Weise sicher und Sie können auch, egal ob von der Hochschule, vom Pool oder von zu Hause, je nachdem, von wo Sie dann den Workspace später weiter benutzen möchten, sicher weiterarbeiten. Der letzte Schritt unserer Vorarbeiten, den wir eigentlich erst brauchen für das spätere Bottom-up-Entwicklungsbeispiel, ist die Einbindung von Apache Axis 2 als SOAP Framework in unser Eclipse hinein. Auch das können Sie wieder herunterladen bei apache.org unter der angegebenen Seite und auspacken. Ich habe auch das schon wieder bei mir im Download-Ordner einfach in einen Ordner ausgepackt, um es dann gleich in Eclipse einbinden zu können. In Eclipse selber müssen Sie diese Einbindung vornehmen über das Menü Window Preferences, also über Ihren allgemeinen Einstellungsdialog. Und dort gibt es im Unterordner Web Services dann den Punkt Axis 2, wo Sie sich zu Axis 2 durchsuchen. Das zeige ich Ihnen dann wieder in Eclipse. Wir gehen also hier oben in unser Menü hinein, Window, Preferences und dort finden wir unter Web Services eben Axis 2 und können hier unter Axis 2 Runtime diese Runtime Location angeben und das tun wir über Durchsuchen. Wie gesagt, bei mir im Download-Ordner gibt es dann schon dieses Verzeichnis für Axis 2. Auch hier wieder entsprechende Unterordner, bin.conf und so weiter. Sie wählen den Oberordner aus, so wie ich das hier auch tue. Und Sie sehen, wenn das gelungen ist, dann gibt Ihnen Eclipse hier auch die entsprechende Rückmeldung und Sie können das Ganze bestätigen. Damit sind unsere Vorarbeiten dann abgeschlossen.